Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny 2 Video von mir. Ich bin Exos und in diesem Video schauen wir uns das Artefakt Kriegsgeist Kindschal mal etwas genauer an. Ist das Artefakt von der Season 10, also Season der Würdigen, denn jede Season gibt es ja immer ein neues Artefakt und das alte verschwindet. Und wie jede Season schauen wir uns das Ganze ganz kurz an. Wo man es herkriegt, wie die einzelnen Fähigkeiten sind und auf was genau oder auf welcher Waffenlast die Season fällt. Das Ganze Schritt für Schritt. Zu Beginn, dieses Artefakt kriegen wir, wenn wir zu Savala gehen. Er gibt uns eine Questreihe, wo wir dann zu Anna Bray auf den Mars müssen und sie schickt uns dann zum Kriegsgeist, zu Rasputin und Rasputin gibt uns dann das Artefakt Kriegsgeist Kindschal. Nun gut, gehen wir das Ganze Schritt für Schritt durch, alle Linien separat. Also, als erstes haben wir hier Maschinenpistole und auch Pistolen für Barriere-Champions. Das heißt, mit den beiden können wir Barriere-Champions aufhalten, Überladungs-Champions können wir hier mit Automatikgewehren und Maschinenpistolen aufhalten und hier unten Pistolen und Handfeuerwaffen. Und nur Handfeuerwaffen können unaufhaltsame Champions aufhalten. Das heißt, wir haben hier diese Waffengattungen, die da stark vertreten sein werden in dieser Season. Dann direkt zur nächsten Linie. Also hier haben wir Automatikgewehre, die wesentlich verbessert werden beim Zielen. Das heißt, wir zucken weniger, wenn wir getroffen werden und sind zielgenauer. Das Ganze haben wir auch hier verstärkt für Automatikgewehre, Maschinengewehre, Maschinenpistolen, Impulsgewehre, Pistolen und Fusionsgewehre. Auch hier merken wir, das Ganze geht sehr auf Automatikgewehre oder halt ein bisschen auf die erste Linie. Hier haben wir schnelleres Nachladen für Automatikgewehre. Wie auch schon bei allen anderen, das heißt Automatikgewehre dominieren hier sehr stark. Dann verbessertes Nachladen für Handfeuerwaffenpistolen, Maschinenpistolen und Bögen. Auch das unterstützt wieder eben diese Waffengattung. Man merkt schon relativ stark, in welche Richtung es geht. Was ich aber sehr interessant finde, ist hier Schwertplünderer. Hier kriegen wir mehr Munition für Schwerter, wenn wir Munition aufsammeln. Das heißt, hier haben wir Schwerter, die doch stark unterstützt werden. Finde ich mal interessant, wenn in der Season mit ein bisschen mehr Schwertern gespielt wird. Als nächstes haben wir die dritte Linie. Hier haben wir auch wieder für Schwerter. Wenn wir Feinde töten, können wir viel Glimmer erhalten. Also das heißt hier ressourcenabhängig in der dritten Linie. Hier kriegen wir Waffen, Meistermaterialien, wenn wir Kabal-Minotauren töten. Dann haben wir hier, ja, wenn wir gefallene Captains töten, die Chance Zielortmaterialien zu erhalten. Hier haben wir mit Handfeuerwaffen und Pistolen und hier unten mit Automatikgewehr und Maschinenpistolen. Das ist der gleiche Effekt. Die Möglichkeit, ein bisschen Glimmer zu erhalten, wenn wir feindliche Kämpfer besiegen. Das heißt, in dieser Linie kriegen wir einfach verschiedene Unterstützung für Ressourcen und Glimmer. Auch das Ganze wieder auf eben Handfeuerwaffen, Pistolen, Automatikgewehr und Maschinenpistolen ausgerichtet. In der vierten Linie haben wir hier für Schwerter einen Mod, wo wir Überladungs-Champions ins Wanken oder beziehungsweise die Regeneration deaktivieren können, wenn wir sie mehrfach treffen mit mehreren Schlägen vom Schwert. Die gleiche Fähigkeit, also auch gegen Überladungs-Champions, haben wir hier, wo Arkusgranaten verstärkt werden und wir eben die Störung verursachen können bei Überladungs-Champions. Und zusätzlich den verursachten Schaden von Feinden senkt. Das heißt, wenn wir mit dieser Granate den Feind treffen, macht er weniger Schaden allgemein. Dann als nächstes haben wir hier eine Fähigkeit, die ich leider selber noch nicht ganz erlegt habe, wie das funktioniert. Und zwar, dass wenn wir Kriegsgeistzellen zerstören oder ausgelöste Detonationen verursachen, gibt es eine Störung oder wir bringen Feinde ins Wanken. Ist also gegen Überladungs-Champions und gegen unaufhaltsame Champions stark, aber wie genau das im Kern funktioniert, weiß ich leider selber noch nicht. Wenn ihr es wisst, dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Eins weiter unten haben wir Solar-Nahkampffähigkeiten, bringen Feinde ins Wanken, also das ist für unaufhaltsame Champions, also unaufhaltsame Ogre beispielsweise bei der Schar, ist also Solar-Nahkampf. Und noch eins weiter unten gibt dir deine Nahkampfaufladung sofort zurück, wenn du oder ein Verbündeter einen unaufhaltsamen Champion ins Wanken bringt. Das heißt, wir haben hier durchaus die Möglichkeit, das Ganze schön zu kombinieren, ein bisschen mit Nahkampf da stärker unterwegs zu sein. Und damit kämen wir zur letzten Linie und wahrscheinlich auch die spannendste. Als erstes haben wir hier reduziert den Schaden, der die Kämpfer in deiner Nähe zufügen, während du ein Schwert führst. Bedeutet, wenn wir Schwerter ausgerüstet haben und die Waffe dann davor haben und damit kämpfen beispielsweise, dann kriegen wir allgemein weniger Schaden. Gibt also sicher interessante Kombinationsmöglichkeiten, wenn wir einen Warlock nehmen mit Leere, das Ganze dann aufladen und jedes Mal, wenn er einen Feind tötet, wird seine Gesundheit regeneriert. Wenn wir dann noch ein Schwert haben, das immer wieder viel Munition kriegt, können wir hier natürlich ein sehr, sehr starkes Bild bauen für diese Season, wo wir dann eben auf Schwert und Lebensregeneration das Ganze ausrichten.
denke, kann ganz spannend sein, wenn wir da ein bisschen mit Schwertern rumexperimentieren und das Ganze in einer schönen Symbiose aufbauen. Ja, kombinationstechnisch. Da gibt es sicher viele Möglichkeiten. Dann als nächstes, die Aktivierung von Solarklassenfähigkeiten gewährt einen Überschild und beschleunigt die Abklingzeit deiner Klassenfähigkeit. Hier haben wir natürlich eine Fähigkeit, die extrem stark ist, weil, wenn wir beispielsweise als Jäger eine Rolle machen, dürften wir hier eigentlich ein Überschild kriegen. Als Titan können wir eine Barrikade stellen, als Warlock können wir einen Rift aufbauen und das Ganze wird dann abklingzeittechnisch auch nochmal verstärkt. Das heißt, kann sehr, sehr gut sein, dass wir hier sehr interessante Kombinationsmöglichkeiten haben. Besonders der Jäger, der ja beispielsweise zweimal dann seine Rolle machen kann und theoretisch dann ein Überschild mehrfach kriegt. Ich weiß nicht genau, was da alles machbar ist, was da rausgenommen wird, wie was gebalanced wird, aber auf alle Fälle ist die Fähigkeit sehr, sehr stark und auf Solar ausgerichtet, was durchaus spannend werden dürfte. Dann als nächstes hätten wir beim Besiegen eines Kämpfers mit einer Seraph-Waffe besteht die Chance, eine Kriegsgeistzelle zu erzeugen. Kopie dieses Mods können nicht gestapelt werden. Hier haben wir also mit den Waffen, die wir über den Bunker kriegen, die Möglichkeit, eine Zelle zu erzeugen, eben mit der Fähigkeit dann scheinbar von hier unten, wo wir dann eben Störungen und ins Wanken bringen können. Das heißt, hier scheinen eben Möglichkeiten zu bestehen, da was zu machen. Wie effektiv das Ganze ist, weiß ich leider nicht. Ich weiß nicht, wie stark diese Kriegsgeistzelle ist, aber ich denke, da gibt es sicher interessante Möglichkeiten, weil die Seraph-Waffen ja auch spannend sein können. Gerade ein Automatikgewehr oder ein Maschinengewehr, die sehen da relativ vielversprechend aus. Auf alle Fälle sicher spannend, aber wahnsinnig viel kann ich dazu noch nicht sagen. Das zweite aber, durch Arcus, Nahkampfsuper und Granatenfähigkeiten verursachten Schaden erschafft eine Kriegsgeistzelle. Hier ist es so, dass wir ja nur Schaden machen müssen und die Fähigkeit geht unter Umständen aktiv. Das heißt, wir haben hier ja nur Schaden verursachend, dass wir dann nicht mal jemanden töten müssen. Ich stelle mir das sehr, sehr spannend vor, wenn wir beispielsweise mit dem Warlock mit Blitzen um uns ballern und das ja über, ja, ich sag mal, kurze Hits gibt, wo wir dann Arcus-Schaden verursachen, kann ich mir doch gut vorstellen, dass das sehr, sehr spannend sein könnte für die einen oder anderen Warlocks. Im Arcus-Bereich gibt es also viele Möglichkeiten, gerade auch Titans vielleicht, ja gut, Jäger auch, aber ich habe da ein Auge auf die Warlocks geworfen, ich glaube, die könnten davon sehr stark profitieren. Als nächstes haben wir gewährt Bonusschaden für alle Arcus-Nahkampffähigkeiten und erstattet Superenergie für finnische Todesstöße zurück. Nun, hier haben wir natürlich eine Möglichkeit, mit Arcus extrem viel zu machen. Ich denke, die Jäger dürfen hier Freude haben. Wenn der Arcus-Stab auch als Nahkampf gezählt wird, dürften wir hier interessante Kombinationsmöglichkeiten haben, sage ich mal. Der Warlock kann natürlich mit seinem werfenden Nahkampf, der hat ja Nahkampf, den er ja werfen kann, sage ich mal, hier sicherlich auch was rausholen. Titans dürften vielleicht regenerationstechnisch was machen können. Das heißt, hier haben wir sicherlich eine spannende Möglichkeit, auch mit Arcus für die drei Klassen, die es gibt. Und zuletzt hätten wir, nachdem du eine Arcus-Granate wirfst, laden deine Granaten vorübergehend schneller auf. Arcus-Todesstöße verlängern die Dauer dieses Vorteils. Nun, hier auch auf Arcus ausgerichtet, dürfte natürlich auch für Titan und Jäger spannend sein, hier mit mehr Granaten um sich zu werfen. Der Titan beispielsweise kann ja mehrere Arcus-Granaten dabei haben, also das Stapeln auf zwei zum Beispiel, dann kann er mit zwei Granaten um sich werfen, dürfte also hier in Kombination mit mehreren Granaten ziemlich spannend werden. Beim Warlock sehe ich aber eine andere Möglichkeit, und zwar, wenn wir die Arcus-Seele rufen. Die Arcus-Seele dürfte eigentlich nämlich Granatenkills machen. Das heißt, wenn ihr die Arcus-Seele ruft, die dann einen Feind tötet mit ihren Geschossen, dürfte das als Granatenkill zählen und müsste dann ja theoretisch auch mit diesem Mod zusammen kombinierbar sein. Das wird man aber sehen, man muss es ausprobieren. Aber ich stelle mir das Ganze relativ spannend vor, auch gerade da ja die Regeneration erhöht wird, können wir da die Arcus-Seele öfters brauchen. Da gibt es sicher sehr, sehr interessante Möglichkeiten mit Exos, was man da arcus-technisch machen kann. Das heißt, die letzte Reihe hier ist, wie es eigentlich immer ist beim Artefakt, durchaus spannend mit Kombinationsmöglichkeiten. Gut, das war es eigentlich auch schon zu dem Artefakt. Ich wollte nur kurz einen Überblick verschaffen, wie ich das jede Season mache. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, schreibt gerne noch in die Kommentare, was ihr vom Video haltet. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch oder im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.